Marcelino Kremers will keinen Zoff, Diana schießt zurück. Kommt es jetzt doch zum Zoff? Marcelino Kremers und Diana Kvietitz, 29, hatten sich 2022 nach jahrelanger Beziehung getrennt. Daraufhin wurde es etwas stiller um die Reality-Stars. Als der Muskelmann aber vor wenigen Tagen ein Knutschpick mit Julia Römmelt, 28, teilte, meldete sich die Schweizerin aufgelöst im Netz zu Wort. Sie habe darum gebeten, die neue Liebe noch nicht öffentlich zu machen. Jetzt fängt der Schlagabtausch wohl erst richtig an. In seiner Instagram-Story betonte der einstige Löw-Island-Gewinner, ich habe bereits vor über einem halben Jahr ein Statement zu unserer Trennung Anfang letzten Jahres gemacht. Unter anderem auch dazu, dass von mir niemand eine öffentliche Schlammschlacht erwarten braucht und das hat sich bis heute auch nicht geändert. Marcelino wolle nur Positives vermitteln und wünsche Diana auch alles Gute. Die Influencerin reagierte auf die Worte ihres Ex, ich hatte auch mal das Gefühl, ihn in- und auswendig zu kennen. Leider sind Dinge, die man sagt oder schreibt und die man tut, zwei verschiedene Welten. Anscheinend traut Diana Marcelinos Worten nicht. Abschließend gab sie allen Beteiligten einen Rat, sich nicht mehr zu äußern, da ich nicht möchte, dass mein Name in Verbindung zu dieser Person steht. Anführungszeichen. Sei Beton, underground, no, ich hab dann da tonu, da nunca vo da fonu, sei cum rap, ui moda, oh no, asai, si zici că stom fort, la cum mă comport, întreabă asta nu-i loc de confort, record și-o mor tot, sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, încă de când el era broke și se uza de aerosol, de când avea mol, de când nu știai ce-i un miscol, de când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol, dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor, vă întâlniți în Tristor, la 0 grade viscol, nu tag nici stins mort, o să mă aud prin sol, transpir hip-hop prin pori, bile mari, zintor, că știi că după trimit ciocanul mare, înspre cer și dau și-o scarul mare.